Herzlich willkommen in der Marktkirche. In diesen Zeiten der geschlossenen Kirchen senden wir Ihnen täglich einen geistlichen Impuls. Heute ist Gründonnerstag. Seit vielen Jahren feiern wir in der Kreuzkirche in der Altstadt mit einem festlichen Tischabendmahl. Mit der Gruppe Homosexuelle und Kirche und der Studierendengemeinde ESG. Aber heute ist alles anders. Nein, nicht alles ist anders. Eins bleibt gleich. Christus lädt uns ein an seinen Tisch. Und diese Tischgemeinschaft ist immer größer als die Gruppe, die in einer konkreten Kirche am Altar versammelt ist. Diese Tischgemeinschaft überbrückt Ozeane und Staatsgrenzen und sprengt Gefängnismauern. Sie überbrückt auch unseren Sicherheitsabstand von 2 Metern. Und so können wir heute wie in jedem Jahr verbunden mit Schwestern und Brüdern in der ganzen Welt Gründonnerstag feiern. Am letzten Abend, den Jesus mit seinen Jüngern und Jüngerinnen verbringt, liegt Abschied in der Luft. Er weiß, dass er diesen seinen letzten Weg allein gehen muss. Und er weiß auch, dass seine Jünger und Jüngerinnen ihren Weg allein gehen müssen. Aber er gibt ihnen etwas mit auf den Weg. Eine Stärkung, ein Mahl, ein letztes Mahl am Gründonnerstag. Die fröhliche Stimmung am Tisch, Frühlingsgrün und Musik am Abend vor dem schwarzen Karfreitag. Das ist wie Proviant im Dunkel. Sie blendet nicht aus, was es an Schwerem gibt, aber sie gibt einen Vorgeschmack auf das, was uns verheißen ist. Am Ende der Zeiten wartet ein Festmahl für alle. In der aktuellen Situation ist es uns ganz wichtig, dass Sie dieses Hoffnungsbild vor Augen haben. Denn die Bilder, die durch die Nachrichten gehen, von Menschen in Schutzanzügen und immer wieder neue Zahlen von Infektionen und Toten, das sind Bilder, die Angst machen. Und wenn Angst regiert, dann ist eigentlich nur jeder sich selbst der Nächste. Aber Menschen mit Hoffnungsbildern in dem Herzen können der Situation ins Auge sehen. Mit Hoffnungsbildern im Herzen kann man ohne Angst entscheiden und tatkräftig helfen. Und darauf kommt es jetzt an. Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns nun das Abendmahl zu feiern. Nehmen Sie sich ein Glas mit Wein oder Saft. Und ein Stück Brot. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wie aus vielen Körnern das Mehl gemahlen und ein Brot daraus gebacken wird und wie aus vielen Beeren zusammengekeltert Wein und Trank fließt, so lasst uns in diesem Mahl ein Leib und Brot und Trank werden, dass wir einander schenken und hingeben. Und nun sprecht mit uns die Abendmahlsworte. Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's den Seinen und sprach, nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.
solches tut zu meinem Gedächtnis. Das Brot des Lebens für dich. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Kelch des Heils für dich. Wir sprechen das Dankgebet. Danke Gott für deine Gaben, ein Stück Brot mir gegeben, dass ich lebe, dass ich liebe, dass ich Speise bin für die anderen. Ein Schluck Wein in meinem Mund, mir gegeben, dass ich lebe, dass ich liebe, dass ich Trank bin für die anderen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.